Herzlich willkommen zu Du bist. Wir spielen heute mal wieder einen echten Klassiker. Und zwar Codenames, das Familienspiel aus dem Jahr 1856. Hallo und herzlich willkommen zu Du bist. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, das ist ein Applaus wert. Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Heute mal wieder ein echter Klassiker mit echten Klassikern. Etienne. Oh. Fabian. Hallo. Bianca. Hallo. Marc. Hallo. Ben. Hi. Geht's euch gut? Oh ja. Seid ihr gut drauf? Ja. Ausgeschlafen. Gerade noch in Falafel gegessen. Ah, ich hab nichts gegessen. Ich habe auch noch nichts gegessen. Schon aber mal Falafel um die Uhrzeit? Hm. Ich gehe früh in die Vollen gerne beim Essen. Bist du so intervallfastenmäßig unterwegs? Das Gegenteil. Intervallessen. Intervallessen. Na gut, okay. Starten wir mal rein. Codenames, das ist super einfach. Deswegen sparen wir uns heute mal die Regelerklärungsmatz und ich mache es on the fly. Es gibt zwei Teams. Es gibt 25 Begriffe. Es gibt einen Team-Captain pro Team. Und die Team-Captains haben jeweils so ein Grid an. Wir können es hier vielleicht, ja, ich zeig's auch mal hier rein, wo quasi vorgegeben ist, welcher Begriff zu welchem Team gehört. Also die Blauen gehören zu Team Blau und Rot gehören zu Team Rot. Das sehen aber nur die Captains, wir sehen das nicht. Und nach werden die Team-Captains ihren Teams Hinweise geben, zum Beispiel fliegen zwei und dann wissen die Teams, okay, zwei Begriffe gehören zum Themenkategorie Fliegen. Und die müssen sie dann erraten. Liegen sie falsch, zum Beispiel erraten sie einen gegnerischen Begriff, ist sofort Stopp, das nächste Team ist an der Reihe. Erraten sie den Attentäter, ist das ganze Spiel vorbei, das Team hat verloren. Und erraten sie unbeteiligte Personen, ist einfach nur die Runde vorbei. Frage. Du hast jetzt Fliegen gesagt. Darf man also auch Sachen? Nein. Hm. Guter Hinweis, man darf Fliegen natürlich nicht, also man darf nicht Hinweise geben, die direkte Worte beinhalten, also die auf dem Tisch liegen. Also zum Beispiel, auch wenn jetzt auf dem Tisch liegen würde Enkel, dürftest du nicht sagen Schenkel. Weil Enkel ist ja ein Schenkel. Enkel ist ein Schenkel? Nein, das Wort Enkel ist in Schenkel. Aber es sind auch zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja, aber das Wort ist da drin. Im Zweifel haben wir doch auch einen Schiedsrichter in der Regie sitzen. Ja, das wäre natürlich auch eine Option, ja. Mhm. Und ein ganz wichtiger Hinweis noch, man darf immer ein Wort mehr erraten, als man vorgibt. Also wenn man sagt Enkel 3, dürfte man theoretisch sogar 4 Wörter nehmen, wenn man vielleicht aus der Vorrunde noch eins hat, was man jetzt weiß. Okay? Ah, ergibt sich sicher. Cool. Das ergibt sich während des Spiels. Ja. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir sind Team Rot und das ist Team Blau. Sucht euch mal eine Karte. So. Möchtest du eine ziehen? Nee, zieh du mal eine. Dann zieh mir aus der Mitte etwas. Ja. Das hier ist sie. Okay, und die Karte gibt jetzt auch vor, welches Team beginnen darf. Und welches Team ist das? Das Blau. Ui. Also das bedeutet jetzt, ihr kriegt den Doppelagenten, dass Team Blau einen Begriff. Wieso kriegen die den Doppelagenten? Weil das ist was Schlechtes. So. Weil die müssen einen Begriff mehr erraten. Nicht gut. Die müssen jetzt einen Begriff mehr erraten, aber dürfen auch anfangen. Oh, fuck. Da können wir den Doppelagenten sehen, ja. So. Mhm. Oh shit, das ist gar nicht so leicht. Ach so, nur kurz für uns, ne? Ja. Das hier ist schon das unten der Kamera, ne? Genau. Ja. Okay, ja. Alles klar. Ja. Ja, ja. Also, ja. Wow, das verschiebt sich. Ach so, ja. Unten der Kamera. Ja, ja. Nee, lass uns das so machen. Nee, oder? Das ist doch voll der Brainfuck. Du kannst doch da viel besser gucken. Aber wenn ihr das dann auf den Tisch legt. Oh nee, dann da kommen wir voll durcheinander. Ja, da müsst ihr euch jetzt einigen. Uff. Ich glaube lieber so, oder? Ja. Gott, ja, okay, ich mach das für dich. Okay. Ach, das ist jetzt Spiegelverkehr. Ja. Oh Gott. Oh shit. Nicht in die Kamera gucken, Ben, ne? Dann liegen wir falsch. Weil dann hast du die Scheiße gegeben. Ja. Ihr geht jetzt davon aus. Ich hab doch, ja, ich hab das doch in der Rübe. Was viele ja nicht wissen, Po ist natürlich der Körperteil, aber es ist auch ein Fluss. Ah. Also, wer schlau da zum Beispiel. Wenn Marc noch überlegt, gibt es eigentlich nur die 25 Karten oder enthält das Spiel noch mehr Begriffe? Ja, es hält noch mehr Begriffe. Man könnte zum Beispiel alle einfach umdrehen. Ah. Hey. Okay, ich würde vielleicht mal anfangen mit. Ja, reiße ich da jetzt was anderes rein? Ich glaube nicht. Das ist immer die Schwierigkeit, dass man nicht alle Begriffe auf dem Schirm hat. Ist richtig. Ich würde mal knallhart reinstarten mit
Job 3. Alter. Also er meint auf jeden Fall schon mal Gehalt. Koch? Ja. Und? Bergsteiger? Ist das wirklich ein Job? Doch. Wir dürfen nichts sagen, ne? Nee, wir dürfen dir nicht helfen. Job 3. Ja, also Bergsteiger. Das ist gut. Ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Vielleicht auch Zahn. Könnte auch sein. Zahn? Eigentlich, ja. Job, Zahn? Ja. Was bist du vom Beruf? Zahn? Aber bei Zahn, wenn du jetzt bei Zahnarzt bist, dann ist natürlich Eisverkäufer, wäre fast schon genauso möglich. Ja, oder Spülmacher. Ja, okay, oder Bärjäger. Oder Bodenmacher. Chemielehrer. Hey, ja, wir haben es verstanden. Ja, aber Kerzenhersteller, Graspflücker. Fallen mir einige Jobs ein hier. Mein Job ist ja vor allen Dingen Leben. Ich habe schon vergessen, was hast du nochmal gesagt? Messerschleifer. Job 3. Gehalt, Koch. Ja. Tippt ihr da drauf? Ne, Moment. Also, ah. Ja, doch, wobei wir machen das ja nacheinander. Ihr macht das nacheinander. Dann können wir schon mal auf Gehalt tippen. Jawohl. Gut, Leute. Stark. Also, und das haben sie schon richtig. Koch nehmen wir auch, ja. Oder? Ja. Ja, fantastisch. Aber jetzt wird es schwieriger. Mhm. Also, jetzt wird es schwieriger. Schalter könnte es auch sein. Ja, habe ich auch kurz überlegt. Also, ich halte Schalter für wahrscheinlicher als Bergsteiger. Auflauf? Nein. Wieso denn Schalter? Naja, es gibt ja viele Jobs, wo Leute an einem Schalter stehen, um irgendwie Tickets zu verkaufen oder solche. Ah, ich habe an so einen Schalter. Ich weiß nicht, ob Marc an Ausschalter gedacht die ganze Zeit. Okay. Ich finde, Bergsteiger hört sich so final an. Wie meinst du das? Ja, es ist halt ein Job. Ja, aber es ist auch ein Hobby, ne? Oder eine Freizeitaktivität. Aber von mir aus nehmen wir Bergsteiger, ich bin fein damit. Und wir tippen da jetzt drauf, ja? Mann, ja, okay. Gut. Geil. Wirklich? Gute Runde. Wow. Bergsteiger? Gute Runde. Das war ja echt ein Hattrick. Mhm. Das war wirklich ein Hattrick. Mhm. Weil drei. So, jetzt habe ich keine Ideen mehr. Sag ich auch. Das heißt ja im Umkehrschluss, Marc muss bei Bergsteiger an einen Beruf gedacht haben. Das ist ja wirr. Was sagt uns das? Marc, ein bisschen komisch. Du bist. Ach so. Die Kiste geht weiter, oder? Wenn die einen Punkt gemacht haben? Also, nee, ist immer abwechselnd. Ach so, dann bin ich dran. Ja. Ich hatte ja viel Zeit. Ich sage Brain Freeze mit 2. Mit 2? Mit 2. Okay, Eis ist ja selbstverständlich. Wo ist Eis? Ach, da hinten. Brain Freeze. Wann hat man noch einen Brain Freeze? Wenn man was Kaltes Brain trinkt. Freeze. Man könnte sagen Nusseis. Ist das irgendein Brain Freeze. Ist das eine chemische Reaktion? Was ist mit Jet? Ganz oben in der Luft ist es ja kalt. Fabian, da ist auch letztens auch ein Fenster rausgeflogen, habe ich gesehen. Ernsthaft? Ja, aber es ist ja eher selten. Mhm. Aber Schalter, Chemie? Nee. Brain Freeze. Er hat sich doch was dabei gedacht. Ah, Zahn. Ist nicht, wenn du sowas Kaltes isst, das. Ja, aber das, die Gemeinsamkeit ist ja Brain Freeze. Also. Ja, hätte er auch. Dann tut der Zahn ja weh. Mhm. Dann hätte er ja irgendwie sowas wie. Ein Zahnarzt hätte er ja nicht sagen können. Brain Freeze. Lass noch mal kurz überlegen. Brain Freeze, Dinosaurier. Die sind alle eingefroren. Ja, da waren sicherlich auch Gehirne dabei, die eingefroren sind. Finde ich, könnte man einen Case für machen. Ja. Also ein paar gibt es ja noch von den Dinos, ne? Die werden jetzt immer verkauft im Supermarkt, die kleinen Knusper-Dinos im Kühlregal. Mhm, stimmt. Da gibt es so einen großen Dino, wo sich alle gerade noch was abschneiden. Schalter, Pro, Kerze, Gras, Brain Freeze, nee. Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht riskieren. Auf Safety gehen. Ernsthaft? Was ist denn, wenn wir es falsch machen? Ja, also wenn es ganz schlecht läuft, dann ist es der Agent und wir haben instant verloren. Und wenn es schlecht läuft, dann ist es eine rote Karte. Und wenn es egal läuft, dann ist es ein Unbeteiligter. Ja, aber dann führen die jetzt schon mit 2. Das können wir nicht zulassen. Das stimmt. Könntet ihr auch einfach gar nichts machen jetzt, wenn ihr das wolltet? Ja, könnten wir, aber das wollen wir nicht. Also ich bin bei Zahn oder Dinosaurier. Könnte ich beides verargumentieren. Wie kommst du nochmal auf Dinosaurier? Naja, weil die alle eingefroren sind. Mhm. Ja, war doch eigentlich ganz. Eine Krone löst eine Krone einen Brain Freeze aus? Bei dir vielleicht. Ne, wenn man was auf dem Kopf hat, was den Kopf so einengt. Jesus Christ.
So weit? Rain Freeze. Funken, Fliege, Messer. Ich sag Zahn. Ich sag Eis und Zahn. Zahn. Aber Zahn verbindest du dann wegen dem Eis? Ja, wenn was Kaltes auf den Zahn kommt, dann hast du doch auch so einen Brain Freeze. Hä? Oder nicht? Marc. Ich darf gar keine Reaktion zeigen. Ach so. Und das tue ich auch nicht, weil ich weiß ja, was ich wollte. Ich tendiere jetzt Dinosaurier. Nee, ich sag Zahn. Dann lass uns nur Eis okay, nehmen. Okay, dann nehmen wir nur eins. Wir nehmen Eis. Das ist richtig, Leute. Das wäre das zweite gewesen? Das darf man noch nicht sagen. So. Oder wollen wir noch einen machen? Lass Zahn nehmen. Vertrau mir. Okay, ich vertraue dir. Zahn. Es ist der Zahn. Yes! Ja, wow, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist ein Selbstläufer. Eis plus Zahn ist einfach Brain Freeze. Und dann ist mir klar geworden, als ich das gesagt habe, der Zahn ist gar nicht so elementar bei der ganzen Geschichte. Ja, ja. Puh. Aber ja, Glückwunsch und danke für euren Mut und Vertrauen. Ja. Aber bei Dinosaurier hast du auch kurz gedacht. Hast du Scheiße? Ich dachte, die meisten sind doch verbrannt wahrscheinlich eher von denen, oder nicht? Hä, sind nicht durch die Eiszeit? Ich kenn's auch noch von Ice Age. Die haben was eingeschlagen, ne? Bei Ice Age ist das auch. Ich sage Tier 3. Alter, Katze. Bär. Bär. Fliege? Ah ja. Fliege? Erstmal Katze und Bär sein. Ist das Dinosaurier für dich im Rennen? Schon. Aber was würdest du denn da rausnehmen? Ja, Fliege. Fliege? Ist das kein Tier für dich? Doch. Aber schon noch eher ein Insekt. Hm, das ist philosophisch. Ja. Die Frage habe ich auch schon mal gestellt. Ob Dinosaurier Tiere sind? Nee, ob Insekten auch Tiere sind. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob Dinosaurier Tiere waren, aber natürlich schon. Weil wenn du sagst, du bist tierlieb, also ich würde mich als tierlieben Menschen bezeichnen. Ich würde aber ohne Probleme Spinnen zerkloppen. Ja, ich weiß. Kommentare. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Katze, oder? Katze. So. Wer? Dinosaurier ist ein Säugetier. Oh. Aber dann will uns vielleicht auch in eine Falle locken. Aber du wärst beim Dinosaurier. Ich meine, du hast eben auch, mit dem Bergsteiger lagst du auch richtig. Ja, aber keine Ahnung. Fliege. Fliege ist ja schon mit dem Insekt. Nehmt doch hier ein lebendes richtig. Tier aber auch. Oder Gras, weil Tiere essen ja Gras manchmal. Stark. Versuch was. Ich glaube, ich wäre auch bei Dinosaurier mittlerweile. Wirklich? Ja. Okay. Ich drauf drücken. Tippst du drauf? Dann bist du auch verantwortlich. Oh, ich habe es riskiert, weil es nichts kostet, aber können wir ja nochmal im Kopf rein. Okay. Und dann ist der Begriff jetzt weg, oder was? Ja. Ja. Und guck mal, jetzt könnt ihr doch im nächsten Runde das Eis einfach for free mitnehmen. Den Zahn for free mitnehmen, oder? Weil jetzt ja wüsstet, der Dinosaurier ist es schon mal nicht. Ja, ne? Nur von der Logik. Ja, cool. Ja. Das gilt für euch natürlich. Aber warum hast du nicht Tier 4 gesagt, wenn da 4 Tiere liegen? Ja, weil es sind nicht 4 für uns. Aber es ist ja, es ist fast egal. Mal gucken. Okay. Ich will auch nicht. Bedränge nicht so ein Bedrängnis. Okay, es geht weiter, ne? Ich will dazu sagen, ich finde die Verteilung nicht unbedingt fair. Ich auch nicht. Es ist Kacki für 1. Kacki? Ja, Po. Nee, Stuhl. Wirklich? Oder Stuhl. Oh Mann, Ben! Das ist wirklich selten dämlich. Nein, ich darf nichts sagen, aber nein! Kacki 1. Ja. Tja, das könnte ich jetzt. Ja, wahrscheinlich meint der Stuhl, oder? Nein, der meint Po. Der meint Safe-Stuhl. Der meint Po. Der meint Po. Aber Stuhl ist literally ein anderes Wort für Kacke. Ja, ich weiß. Deswegen ist es so dumm. Es ist so dumm. Woher weißt du denn, dass der Po dann meint? Könnte auch Nuss meinen. Also, es ist natürlich Metagame. Ich meine mich zu erinnern, dass er irgendwie vor der Runde schon mal irgendwie so irgendwas kackt. Könntest sogar Fliege verargumentieren. Fliegenschiss. Naja, Fliegen schweben doch immer um. Egal. Bei dir nicht? Doch, doch. Also, bei mir im Klo gibt's keine Fliegen. Ja, gut, dann machen wir, wenn du so überzeugt von Po bist. Wenn es Stuhl gewesen wäre, dann hätte er Möbel 1 gesagt. Fair. Wirklich. Und hätte uns nicht dafür verwirrt. Ja, da hast du mich überzeugt. Stimmt das?
Ja, natürlich stimmt das. Ey, zwischen Po und Stuhl hin und her geht. Bei Stuhl sind tausend Dinge. So, ein Po macht nur Kacki. Naja. Gut, meine Logik ist auch nicht Fluss. Ja. Und ist auch wieder für Kacke. Ja. Puh, aber gut, das haben wir geschafft. Können wir Tiere jetzt weitermachen? Ihr könnt den einen ja mitnehmen. Also, bevor du jetzt überhaupt irgendwas gesagt hast. Nein. Jetzt sagt er. Ich sag erst was. Da könnt ihr. Ach komm. Trau uns gleich mal was zu, Ben. Ja, ich versuch's, aber es ist wirklich mal, irgendwie nicht einfach. Oh nee, das ist. Ich glaube, ich muss so ein bisschen auf Sicherheit. Oder? Ich hab so ein bisschen Schiss, dass ihr auf Umwegen dann auf diesen scheiß schwarzen aber es wäre schon groß. Die dürfen als Tipp nur ein Wort sagen oder können die auch sagen, weiß ich nicht, Dinge, die schweben oder so? Nur ein Wort. Ich versuch's mal mit Drogen 2. Na, das sollte kein Problem sein. Ja, und Gras, ne? Ja. Und was habt ihr gesagt? Gras und? Imi. Und die Fliege nehmen wir jetzt auch noch mit, oder? Wollen wir, wir gucken nochmal alles an. Leute, ja, Gras ist Chemie und Gras. Und die Fliege nehmen wir auch noch mit. So, ich tippe auf Chemie, ja? Sehr gut. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Sind wir durch? Nein, einen noch. Einen noch. Ah ja. Okay, Ben, eigentlich müsstest du jetzt einen Stunt machen, der uns 5 Begriffe erraten lässt. Fucking impossible. Aber es ist wirklich. Kacki für eins, das damit bewegen wir uns. Damit gewinnt man keine Spiele mit Kacki 1. Ja. Also musst du literally versuchen jetzt. Ja, greifen wir halt hart an. Wir greifen hart an. Es ist nicht alles unter den Hut zu bringen, sag ich mal. Vielleicht haben wir auch einen Money Shot. Wir brauchen einen richtigen Money Shot jetzt. Lucky Punch. Also, dann sage ich Luftfahrt für 5. Wow. Das ist jetzt der Jet ist ja schon mal gesetzt. So. Das stimmt, oder? Ja, das stimmt. Ja. Es ist gut, dass du schon rote darauf blickst. So sicher. Also Atlas wäre für mich zum Beispiel auch ein heißer Kandidat, weil das die Welt ist. Und Luftfahrt die Welt. Ja, wir müssen. Wir müssen. Ja. So. Atlas nehme ich auch. Gehst du dabei? Bist du dabei? Atlas. Atlas, stimmt. Okay, jetzt wird's schwer. Jetzt könnte man sagen, dass er hier statt Ladung Landung gelesen hat. Genau. Aber generell Ladung ist doch auch, braucht man doch auch im Flugzeug. Eine Ladung. Ja, klar. Oder? Ja, sicher. Wir gehen auf Ladung. Ladung ist leider nicht der Fall. Ah, fuck. Aber wie gesagt, ich musste ja auch was nennen, wo zumindest ein paar Sachen dabei sind. Ladung war Schalter wäre es wahrscheinlich noch. Schalter, gewesen. Funken. Wir können ja jetzt gut daraus Sachen abschleiten noch. Jetzt muss ich ja nur noch gucken, dass ich aber nicht du warst ja sicher, was Ladung angeht. Also Schalter gehört zu denen. Eine Ladung, glaube ich auch. Funken auch. Ja, ich sag einfach Wachs. Das ist sehr schwer. Mhm. Puh, wollen wir ein bisschen tun, als überlegen wir noch oder wollen wir einfach direkt gewinnen? Ja, mein Gott. Elfenbein glaube ich nicht. Obwohl. Stuhl vielleicht? Krone? Puh. Messer könnte ich mir auch vorstellen. Stimmt. Boah, hört auf, ey. Nein, Leute, wo seid ihr unterwegs? Nein. Ja, komm, du darfst das Final machen, ja. Juhu. Gewonnen. Hey, ihr wart so fucking crazy, weil sowohl Schalter als auch Funken wäre auch dabei gewesen. Da hätte nur einer gefehlt. Und was war denn noch? Warte, Funken, Schalter. Und Stuhl. Messer hat noch gefehlt, meine ich. Messer? Ja. Was war der Begriff für Luftfahrt? Messer? Ja, bei Luftfahrt, was soll ich denn machen? Was Stuhl! Literally, was doch? Die Begriffe waren Messer, Funken. Na, aber Stuhl Schalter, war ja kein Begriff, der Jet euch und Atlas. Zu euch gehört hätte. Das kannst du ja so ein Spiel spielen, nicht? Ach, jetzt raff ich das. Okay. Der muss ja bestimmte Begriffe zu uns bringen. Genau. Okay. Ja. Ja, gut, das macht es natürlich noch viel schwerer. Du hast das sehr gut gemacht, Marc. Ja, es war auch einfacher als Benz, muss ich auch richtig sagen. Hund für 4, Tier für 4. Komm, wir drehen einmal alles um.
Ja, so. Aber funny game, ey. Zum ersten Mal gezockt, bockt. Und jetzt rücken wir auf hier, oder? Sorry. Ja. Ja. Eddie, willst du mal Begriffe sagen? Mhm. Dann Eddie und wer möchte von euch beiden mal? Ich nicht. Gut, ja, okay. Bianca, dann Mensch, hat sich das schnell erübrigt. War da Katze da vorher schon? Ja, Katze hatten wir schon. Ah ja, Schule. So, jetzt hier. Und einer fehlt hier. Hä? Hä? Kann das sein? Ist das noch unter so ein Ding, Bappen? Was denn? Ja. Aha. Fliege. Willst du eins ziehen? Okay, wir müssen ein bisschen gucken für die Kamera. Das ist ein bisschen wir sind noch rot, ne? Wait? Der Po. Ja. Moment, welche rein? Geht's jetzt? Achso, ich darf ja nicht drauf zeigen. Wie rum ist denn das jetzt? Also die haben eben. Das ist das. Oh, der ist auch noch da, der Bär. Das ist unten bei dir unten. Ja. Okay. Ja. Und das oben. Willst du bei dir ein bisschen gerade legen, Fabian? Was meinst du? Polizei? Ja. Okay. Wer darf denn beginnen? Das gibt euch außen der Rahmen vor. Welche Farbe ist im Rahmen? Blau. Dann darf Blau wieder beginnen. Und hat den Doppelagenten. Den haben wir bestimmt eh noch. Ja. Okay, ich muss kurz gucken. Eddie, ist es einfach? Weiß ich noch nicht. Voll wenige. Killed, ne? Die Mucke killt. Die geht ab. Gott, das ist ja richtig scheiße. Ich weiß auf jeden Fall. Auf jeden Fall viele Wesen. In dem ja, Set. Das stimmt. Oh, ist schwer, ey. Okay. Darf ich mal nur ein Wort sagen, nicht so ein, woraus man dies und das basteln kann. Ich hab was? Nicht, ne? Ja. Okay. Auto 3. Auto 3. Oh krass. Auto 3. Das ist schon mal Tempo, würde ich sagen. Haben wir noch nicht drauf getippt? Ja. Kann das Polizeiauto natürlich auch. Ja. Generell auch Autoverkehr und so. Ansonsten sehe ich hier. Sie hat ja nicht Trecker gesagt, sonst hätte ich Demo vielleicht abgenommen. Bissig. Quell. Und man sitzt auf dem Bock. Ist gut, oder? Ist genial, ne? Du wärst Wirtschaft, komm rein. Also, so viel mehr sein. Ist das? Also, naheliegend ist nichts mehr so. Wein? Und ich sag gern zu meinem Auto auch Maus. Ja gut, es gibt natürlich. Ich habe eine Ente. Die Dichtung gibt es natürlich klar. Aber ja, Ente, das könnte es tatsächlich sein. Oh ja, stimmt. Sein, ne? Stimmt, Ente. Hm. Du bist so ein Idiot, ey. Du bist so ein Idiot, ey. Ja, Ente ist doch offensichtlich ein Auto. Wollen wir schon mal starten mit Tempo? Ja, Tempo ist schon Tempo. Das Eheste, ja. Würde ich auch sagen. Ja. Bist du für die Polizei, Marc? Also, wenn ich alles andere sehe, wäre ich am ehesten als nächstes. Dann darfst du drauf tippen. Tipp drauf, Polizei. So, jetzt die Frage. Wollen wir es riskieren oder wollen wir eher sagen? Ente? Ja. Also, was kommt denn sonst noch hier? Wanze? Nee. Nein, Hörse, Demo, Dietrich? Nein. Optik? Inka, Mond, Ritter? Nein. Schule, Stock, Bein? Nee. Pferd? Nee. Pferdestärk? Oh. Ich bin jetzt beim Pferd. Ja. Ich bin am ehesten, wäre ich noch bei der Ente, wenn wir was gehen möchten. Wir können uns ruhig gar nichts sagen. Trauen. Nein. Nee. Okay. Ich glaube, jetzt machen wir es vielleicht doch nicht mehr. Nee. Ja, das ist Metagaming. Das ist halber Punkt Abzug. Ja. Hat die Regie gesagt gerade. Ja, habe ich auch gehört. Halber Punkt. Du darfst entscheiden, Marc, aber. Ich würd sagen, wir bleiben erstmal dabei und merken uns mal die Ente so ein bisschen für den Hinterkopf. Ja, 2 ist erstmal gut. Guter Start. Eddie. Ich sage Räuber 2. Räuber. Gut, dass die Polizei weg ist. Oh ja, Dietrich safe natürlich. Gehen wir rein. Dietrich, stimmt. Von Dietrich gehen wir rein. Soll ich für euch drauf und tippen? Bank würde tipp mal drauf, tipp. Ja? Ja, safe. Das Gesetz. Und dann hätte ich jetzt fast noch Bank gesagt. Warte mal. Erstes Gefühl. Räuber.
Noch mal gucken. Es gab ja auch Raubritter. Ja, stimmt. Und mit der Wanze kann man ja auch jemanden abhören. True. Die hohe Kunst ist ja dann wirklich, sich nichts anmerken zu lassen. Ja. Mhm. Kein. Mhm. Der Gabel kann man auch eine Tür aufmachen. Manche Räuber kommen mit der Fackel. Und die meisten machen das nachts. So Mond. Ich behaupte, auch unter den Inka gab es Räuber. Ja. Ja, lass Bank nehmen, oder? Ja, jetzt hat Eddie so gestutzt, wo wir beim Metagame sind. Das hat mich wieder stutzig gemacht, weil er meinte, du darfst nichts sagen. Aber wahrscheinlich meinte, du weißt das so klar mit der Bank. Nee, deswegen, weil ich glaube, das meinte der wegen wegen Wanz. Aber Börse, mal ganz kurz. Ja, es ist wieder so eine politische Spitze. Geldbörse. Achso. Geldbörse. Nee, glaube ich nicht. Nee, das ist nicht Eddie. Das ist nicht Eddie. Das ist nicht Eddie? Das ist nicht Eddie. Eddie ist Bank. Ja, das ist so einfach. Ja. Bank. Das ist stumpf. Das ist dumm. Sehr gut. Ja. Ja. Aber schön. Es war risky mit Börse. Sei ehrlich. Börseräuber okay. Statt Bankräuber. Ja. Die haben ja auch alle Beine. Also. Du bist, glaube ich. Oder sind wir weiter? Nee. Aber wir führen, genau genommen. Weil die einen Begriff mehr machen. Mhm. Mhm. Stark von uns. Ich muss überlegen. Das sind echt viele Sachen dicht beieinander, ey. Das ist, glaube ich, ganz schön tricky. Okay, ich muss jetzt kurz auf Safety gehen. Ich gebe euch jetzt Feuer 1. Feuer 1. Oh. Okay, das klingt nach Safety. Das ist die Fackel, oder? Ja. Wollen wir ihn nehmen? Ja. Tippst du mal drauf, Fabian? Danke. Ja. Sehr gut. Okay, ich sag Mathe 2. Was? Ist jetzt euer Ding weg mit Auto? Schule? Mhm. Safe, ja. Mhm. Unser. Achso, was? Heben wir uns für die nächste Runde auf. Achso, ja, Mathe 2, kein Bock. Ist nicht unwahrscheinlich. Ist nicht unwahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich als Inka, darauf können wir uns einigen. Kein Bock. Also, ja, Schule, und was meint er denn noch? Bock, ja, Bock. Wirtschaft, vielleicht Wirtschaft brauchst du auch Mathe. Das wird so ein bisschen in die Richtung. Habt ihr jetzt Schule angetippt oder nicht? Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Mathe 2. Ja. Was gibt's irgendwie noch was in der Mathematik, was irgendwelche Wörter, die hier verwendet werden? Stock, Optik, Wanze, Börse, elf, wie elf die Zahl. Oh. Der ist der Best Guess, den wir haben. Ist die Frage nur, ob Eddie jetzt nicht an einen Elf gedacht hat. An einen. Ich habe auf jeden Fall an einen Elf gedacht. Ich auch. Ja. Aber Eddie bestimmt nicht, weil es smart ist. Das ist doch besser, als wenn wir jetzt Wirtschaft nehmen und da liegt eine Zahl. Oder? Come on, keep it stupid, so wie eben. Das hat uns eben, wenn du dich erinnerst, auch zum Erfolg geführt. Mhm, eben haben wir verloren. Nee, eben haben wir zwei Dinger abgegeben. Mathe, aber Börse ist doch auch Zahlen. Ich bin verkauft mit 11, ey, sonst müssen wir Schere, Stein, Papier machen. So weit, das will niemand. Da liegt okay, eine Zahl, ja, okay, da liegt eine Zahl. Ja, Mann. Ja. Stark. Wieso ist das jetzt? Warum sind es zwei unterschiedliche? Nee, weil unsere Agenten so, ein Team sind. Das ist Vorderseite, Rückseite. Vorne ist eine Frau, hinten ein Mann. Ah, okay. Verstehe. Der perfekte Mensch. Ich weiß nicht, was das bedeutet. So viele Jokes im Kopf, die ich nicht mache. Aus Respekt vor dir. Mann, Leute, das ist ganz schlimm hier gerade. Ich weiß, man sitzt auf dem Hotseat. Was haben wir denn noch? Du kannst auch ein paar Safe weghauen erstmal. Dann wird es ja auch immer enger und man hat dann vielleicht noch mehr Möglichkeiten. Ich geh gleich. Wie heißt das nochmal? Ich geh gleich richtig right. Okay. Mhm. Was heißt das? Sechs, ein Streich. Und wenn er nur zwei sagt? Tasche 1. Müssen wir gewinnen. Tasche 1? Das wollen wir. Das hat man ja auch ein bisschen im Gefühl. Ja, also das könnte natürlich jetzt auf die Börse anspielen. Wollen wir eigentlich noch mal die Ente noch mitnehmen? Weil ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt ein bisschen Punkte machen.
Ja, das können wir machen. Aber dann lass uns erstmal die Tasche. Denk nochmal an diese Autogeschichte. So. Das soll ins Gleiche gehen. Nee, es soll nicht ins Gleiche gehen. Achso. Wollt ihr euch nur daran erinnern? Ja. Ja, das nehmen wir gleich auch noch. Aber was kann denn das sonst sein? Ob ihr euch dann nochmal Gedanken machen wollt. Also. Hey. Was ist für dich raus? Die Ente, aber das hat, ist ein anderes Thema. Aber bei Tasche, also aus der Börse fällt mir da gerade echt nichts ein. Nee, mir auch nicht. Aber dann hätte es auch eindeutiger sein können eigentlich. Das stimmt. Also gut, nee. Hier ist nichts anderes mit Tasche. Tasche? Eine Pferdetasche, ne? Die Ritter hatten auch immer diese schmucken Taschen. Das haben viele nicht gesehen. Aber nee, komm, also ich weiß nichts anderes. Meine Optik, aber... Ich trage mir ganz gerne Taschenmond. Also. Ja, ist das die Geldbörse? Ich habe keine andere Idee hier. Okay, du gibst auf. Oh, das ist echt Digga, wie fährt sich in der Taschenmond? Also, Eddie. Hallo, die wollen vielleicht noch was machen. Ach so, wollt ihr noch was? Wollen wir noch was machen? Ach so, vielleicht wollt ihr auch gar nichts machen. Ist okay. Also das mit dem Auto noch. Machen wir jetzt noch die Ente oder was? Hör auf, Tipps zu geben, Bianca. Ich mache hier gar nichts. Doch, du hast gerade gesagt, okay, wenn ihr nichts mehr macht. Ich bin da jetzt irgendwie... Ich bin da auch total verunsichert. Wir gucken jetzt mal den nächsten Zug an. Mhm. Ich bin ein schlechter Team-Captain, ey. Quatsch. Nein, wir haben ja noch ein, zwei Runden. Die werden das jetzt nicht zumachen, den Sack. Wir behalten die weiterhin im Hinterkopf. Vier haben wir noch, ne? Und ja, schauen mal, ob sich das irgendwann... Mach mal einen Dreier, Eddie. Es wäre jetzt Zeit für den legendären Durchmarsch. Zeiten sind lange vorbei. Okay. Hamlet für zwei. Hamlet. Oh Gott. Ja, Theater. Theater, genau. Das kann vielleicht von uns Romeo und Julia. Das kann er erwarten. Sein, oder? Das kann er erwarten. Aber was sind wir inhaltlich bei Hamlet drin? Ist irgendwas so ein Totenkopf oder so eine Ecken? Nö, ne? Pferde kommen dann bestimmt vor, ey. Wollen wir erstmal Theater machen, dann haben wir so ein bisschen positive Bestätigung. Ja. Komm, Theater. Sauber, ey, wir kennen uns aus mit Hamlet. Okay. Das sind all deine Infos zu Hamlet. Alle, die du hast. Also wirklich, das Erste, was mir bei Hamlet einfällt, ist Lars Eidinger. Der spielt das doch immer in Berlin. Ja. Immer. Ja, also seit Jahren, glaube ich. Ich weiß nur irgendwas mit dem Totenkopf. Kann auch sein, dass es nur das Cover vom Reklamheft in der Schule war. Reklamhefte haben doch keine Cover. Ja. Und. Überführt! Überführt! Nee, da ist doch immer so ein kleines Zeichen drauf. Eine kleine Zeichnung. Ja, ja, also, ab und zu kommt es vor, ja. Aber vielleicht ist auch selbst das scheiße. Ist nicht aber auch, wie heißt es nochmal hier, zu sein oder nicht zu sein, diese Geschichten? Sein oder nicht sein? Ja, diese Sachen. Ist das Hamlet? Ich hätte jetzt gewettet, also... Bei Jauch ja, würde ich jetzt nicht in die Also Philosophie irgendwie. Ja. Mit Inka hat das aber nichts zu tun, ne? Nee, können wir ausschließen. Batze? Ja. Unwahrscheinlich. Optik? Unwahrscheinlich. Demo? Unwahrscheinlich. Inka? Mond? Ritter und Pferd. Mond, Ritter und Pferd. Das ist schon so die Kolonie der Möglichkeiten, oder? Dichtung ist für euch raus? Dichtung wegen Dichtung. Dichtkunst. Ja, sorry, es sollte eigentlich ein Gag sein, dass ich in die Dichtung gedacht habe aus dem Bad und aus dem Heim. Das finde ich voll scheiße, ist ja voll der gute Tipp. Ja, es ist gut, aber auch nur, weil Fabian das gerade so in uns reingepflanzt hat. Ich weiß nicht, ob wiederum Eddie daran gedacht hat, dass bei Dichtung wir darauf gehen. Das war mein zweiter Aber Tag. Natürlich liegt es eigentlich auf der Hand. Ne? Sollte ein Gag sein. Ja, so ein Gag man, nee, wir gehen voll auf Dichtung. Leider nicht. Das ist aber geil. Stark. Im Nachhinein oh, Hammer. Richtig gut. Und das war auch das, was beim Auto. Aber Dichtung war richtig gut eigentlich. Ja. Sehr gut. Ah. Tatsächlich. Danke, Fabian. Okay. Scheiße, okay. So. Das ist ja stark. Oder Ritter gewesen. Mal gleich nochmal über die Ente nachdenken. Ja. Wie du mich angeschaut hast, als ich Dichtung gesagt habe. Und das komplett naheliegende ist für euch raus, wollte ich nochmal nachfragen. Aber gut, wie es gelaufen ist. Ja, so fühle ich mich, ey. Oh nein. Are you ready? Ja. Mauer 2. Mauer 2, okay. Mauer. Mauer. Ich brauche das jetzt schon. Naja, ich schaff das schon.
Also vielleicht damals Demos gegen die Mauer, als sie stand. Ja, nicht schlecht. Über Stock und über Stein. nee, das höre ich jetzt mal. Mauer, Ente, nee. Maus, naja, Maus, so in der Mauer, das kleine Mauseloch. Das ist so schwer. Ja, ein kleines Entenloch genauso sein. Zwerg wäre raus. Gabel, nee, check ich nicht. Wirtschaft check ich nicht. Bock, auch nicht. Stock. Ritter. Ich weiß übrigens bei Hamlet immer noch nicht, was jetzt. Also, ich wette, bei Ritter kannst du natürlich irgendwie über so einen Schutzwall oder solche komischen Sachen irgendwie nachdenken. Oder es könnten auch Ruinen von Inka. Ritterburg. Das ist das eine ja auch. Gemäuer. Ja. Also für mich ist. Mauer 2 war es, ne? Ja. Also mit Demo der Demo ich starten? Ganz gut, ja. Die Mauer muss weg. Fang an mit Demos. Ach, oh, jetzt können wir. Eddie, der tat weh. Bist du sicher? Okay. Sorry. Ist okay. Vielleicht gibt es aber auch eine weibliche Person bei Hamlet, die Inka heißt. Ich mache erstmal einen für safe. Mhm. Ich glaube, nach dem Ausschlussprinzip am Ende kann uns das Hamlet-Ding immer noch weiterbringen. Dann sage ich jetzt einfach Dagobert für 1. Das ist eine Ente, steht aber auch auf Kohle, ne? Aber Kohle ist ja auch raus. Wirtschaft. Aber Wirtschaft. Lass uns mal, das ist dasselbe wie mit Po vorhin. Also wenn wir uns darüber unterhalten. Aber ja, er ist schon auch, er mag schon Geld. Aber er ist auch eine Ente. Was nehmen wir von den aber zwei die Leute? Ente gehört ja zu uns. Denkt an den Stock, den Dagobert hat. Ja. Und der war auch auf dem Mond. Und der Mond. Hat noch Bock auf Kohle. Und der war auch auf dem Mond, in dem einen lustigen Taschenbuch. Ja. Ist ja auch eine Stockente. Aber egal. Das wird Ente werden. Wenn nicht, bin ich wütend. Es wird Ente. Und er hatte Optik, dieses nein. Ja, dieses Glas. Okay, ne? Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Okay, jetzt machen wir 5. Das hat eigentlich mehr Demo. Also, jetzt haben wir immer noch das Autoding übrig. Das nicht die Ente ist. Ach so. Ja. Ihr habt vielleicht auch 2 Mauer übrig. Naja, 2 Mauer. Darf ich das einfach nochmal sagen? Oder muss ich Neues? Nee, dann mach noch mal. Du kannst ja noch mal versuchen, das irgendwo hinzulenken. Also, wir behalten die Mauer im Hinterkopf. Vielleicht meint Bianca mit Mauer auch Sachen, die grau sind, so wie graue Maus und. Ich finde die Maus immer noch nicht schlecht. Wegen diesem Mauseloch in der Mauer. Aber wäre dann dein naheliegendes Ding, irgendwie zu sagen Mauer, wenn du auf Maus? Naja, ich sehe halt die anderen, ne? Wanze ist Bett, wenn überhaupt man auf irgendwie Wohnen und sowas geht. Optik, Mauer. Inka? Wir beeinflussen nur Bianca jetzt gerade. Vielleicht sollte sie erst mal. Achso, ja. Achso. Stimmt, du hast ja noch gar nichts gesagt. Sag ich jetzt Lauer 1. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ja, okay, dann eine kleine. Dann ist es natürlich klar. So. Okay, sehr gut. Aber wir möchten vielleicht noch weiterraten. Ja, ja, unbedingt. Hä, wieso dürfen die jetzt weiterraten? Das darf man. Okay. Ein. Warum habt ihr da nicht weitergeraten? Einen nur noch? Ja. Das habt ihr nicht gesagt vorher. Man darf nur vorher. Einen weiteren? Ja. Ja. Achso, das haben wir sagen auch nicht können. Klar. Das ist normal, dass die Regeln erst im Laufe des Spiels. Nein, das habe ich zu Beginn gesagt. Ihr könnt gerne einmal zurückspulen an Minute 3 Minuten und 56. Ja. Okay. Okay, wir könnten noch den Autopunkt noch mitnehmen. Ja. Sind es die Pferdestärken? Also jetzt mal alles andere betrachtet hier, ne? Ja, Autowirtschaft, aber. Mondauto, nein. Wollen wir mal das Pferd nehmen? Ja. Die Pferde stärken. Das war mein Tipp. Oh, da guckt sie in die falsche Richtung. Den Zuschauern muss das total verwirrend sein, dass der eine da so falsch rum ist. Ich probiere das immer zwischendurch mal zu korrigieren, aber ihr macht es dann immer wieder alles falsch rum drauf. Okay, ich mache Brille für 1. Wirklich? Ja, wir haben gesagt. Gesagt ist gesagt, das ist die Regel. Das haben wir ja bei mir. Können wir erstmal Optik 23 machen und dann können wir uns immer noch überlegen. Ja, ne? Optik. Okay, und was meinte er? Mit Hamlet. Zum Fick. Mit Hamlet. Hamlet. Also Pferd ist ja raus, also es gibt jetzt noch Ritter, Mond, Inka. Ja, Bein. Gabel. Maus. Ich sag dir, Hamlet spielt irgendwie ja, was mit Mond. Das gleiche Moment. Aber da, wir hatten ja aber zwei. Wenn ich jetzt müsste, gesagt, würde ich auch sagen, wahrscheinlich hast du recht. Im Ausschuss, du Mond hat immer sowas. Gewinnen. Auf jeden Fall, dich bei uns findet das statt. Da genau. So irgendwie so eine Sachen. Mhm. Aber mach, die werden ja jetzt nicht 4 ja, Begriffe wir machen. Wir gewinnen doch eher. Doch, also, lass ja. Mal der alten Dichtkunst findet das immer statt, so Sachen wie Mond. Naja.
Ihr wisst, was ich meine, ja? Ja, ja. Die haben doch da, die alten Dichter haben doch ja immer irgendwie so Sachen wie Mond. Ja, damals und muss man Sonne. Doch sagen, der Mond war doch viel magischer, als er heute ist. Heute ist er so ein blöder Stein, wo die Sonne reflektiert wird. Mhm, und früher hat man den so unter. Weg mit dem Mond, meine Meinung. Unter. Ja, meine Meinung. Ich hab keinen Bock auf Ebbe und Flut. Gar keinen Bock. Oh, jetzt machst du ein großes Fass auf. Oh ja. Das möchten wir nicht. Lass uns weitergehen. So, wir fahren das safe nach Hause einfach. Ja, okay. Dann müssen die nämlich jetzt mal hier so ein Fünfer durchmachen. So ein Vierer. Machen wir. Machen wir. Was sagt Twitter dazu? Ja. Das interessiert mich. Was ist der Mond? Zum Mond. Okay, wir haben immer noch das, die Mauer. Achso, ist das, und das Auto umstritten mit Ebbe und Flut? Du musst jetzt eine ganz hohe Zahl sagen, Bianca, nein, weil wir müssen nee, das Spiel jetzt beenden. Ja. Die das. Aber wir schon durch, ja. Alles. Nein, die haben noch einen, die werden gleich den Sack zumachen. Es gibt keine eine. Das heißt, es ist jetzt unsere letzte Chance zu gewinnen, aber. Es ist halt faktisch unmöglich. Nein, wir raten auch ein, zwei dann einfach mit Glück. Weil wir ja noch wissen, da ist noch Mauer und Auto. Ja. Und das ist ja schon relativ eindeutig, was man da nimmt. Mit Mauer und Auto. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf deine Erklärungen gleich. Was da. Das ist so blöd. Dass man so hilflos daneben sitzt, während man diese dummen Gedanken von denen hört. Ne? Das ist, also nicht. Ja, ja. Ich fand meine Gedanken sehr schlau, muss ich sagen. Inka. Ich sag euch jetzt was, aber ihr müsst das eher so. Ich glaube, ich bin mal mit ein bisschen freidenken. Ja, okay. Inka Bause. Metaphorisch Inka Bause müsst ihr das auch, ja, sehen. Nicht so. In Katrin. Nicht so logisch denken. Mhm. Ja, okay. Das können wir. Wir sind Künstler. Okay, Reisen 2. Reise zum Mond zum Beispiel ist mit Sicherheit dabei. Und ich habe auch Bock auf Reisen. Du hast gesagt Reisen 3, ne? Weil wir müssen ja 4 Sachen erraten jetzt, damit wir das Spiel abschließen. Nee, müsst ihr tatsächlich nicht. Ich habe Reisen 2 gesagt. Aber wir wollen ja gern 4 Begriffe. Also Reisen 2 plus die Wand und das Auto. Sie hat Reisen 2 ist da nicht nochmal drin. Nehme ich dann an, damit wir um 4 kommen. Ich aber Sie müssen schwer. Ich muss doch den Begriff erraten. Möglicherweise hat sich irgendjemand verrechnet in dieser Rechnung. Aber jetzt dürfen wir keine 4 Sachen erraten, ne? Nee, ihr dürft 3 Sachen erraten. Ja, wir haben gewonnen. Ja, dann fangen wir mit dem Mond an. Ja. Leute, es tut mir so leid, es ist nicht Mond. Okay, naja, die müssen das jetzt erstmal gewinnen. Wir warten jetzt erstmal. Das Ding ist noch nicht durch. Ja. Mittelalter. Oh, come on. Ja, okay. Moment. Also ein Zwerg. Hey, Ritter, oh, Moment. Das ist gar nicht Mittelalter. Das ist noch. Wie heißt die Epoche? Ich weiß es nicht. Nee, das darfst du aber nicht korrigieren. Nee, das war jetzt aber, das ist eigentlich. Naja, also ich meine, das, was Eddie meint, das wissen wir alles, der Ritter, oder? Nein, pass auf. Nein? Er hat doch gerade gesagt, ich weiß nicht mehr, was die Epoche ist. Und mein Guess ist, es ist Inka. Oh, er weiß nicht, dass die Inka nicht im Mittelalter waren. Ja. Sind die Ritter denn im Mittelalter? Wahrscheinlich schon eher dann, oder? Ich bin ja, natürlich besonders. Ich hab's nicht studiert. Ja, okay, dann meint er dann Inka oder was? Das heißt, wir geben es aus der Hand. Ey, das wird aber Eddie meint safe Inka. Hängt vielleicht nochmal nach, wann die Gabel erfunden wurde. Was tippt ihr jetzt an? Ganz ehrlich. Warte mal. Es liegt so auf der Hand, dass es Ritter ist. Sind genau. Wir ehrlich, ne? Ja. Sind wir ganz ehrlich. Du versuchst jetzt einen Fehler zu korrigieren, den wir vermeintlich aus Etienne rauslesen, was nicht gemäß den Regeln ist. Sagen wir es mal so. Genau, das ist so Metagaming, was die anderen aber ja theoretisch auch schon gemacht haben. Aber guck, wo sie es hingebracht hat. Ich weiß. der logisch richtige, faktisch richtige Begriff wäre verkacken Ritter. Noch. Mhm. Jetzt hat er aber gerade gesagt, den Satz gesagt, ich weiß nicht genau, ob das die Zeit war. Und das dann Ritter. Aber Ritter, dass die im Mittelalter sind, das ist ja jedem Baby klar. Ja, aber ich habe immer auch Kinder angezweifelt. Der Typ hat Kinder, die spielen Ritter und so, weißt du? Ja, klar. So. Aber ich glaube, er hat trotzdem gemeint, dass er sich nicht sicher ist mit dem Ritter, dass der Mittelalter stattfindet. Weil ganz ehrlich, du könntest mir jetzt auch nicht drauf festnageln. Könnte auch so ein Fakt sein. Hey, alle denken immer, Ritter wären im Mittelalter. Aber die waren erst 300 Jahre später in der Kräuterepoche. Ich würde es glauben. Das ist meine Lieblingsepoche. Die Kräuterepoche mag ich auch sehr gerne. Was ich sagen würde. Ich würde trotzdem auf Ritter gehen. Einfach, weil ich glaube, wir verkopfen hier die Sache. Es ist offensichtlich. Ja, würde ich auch. Und ich glaube, Eddie hat eher gemeint, dass er dachte, oh scheiße, Ritter, gar kein Plan. Das wäre das, was ich eher denken würde. Inka wäre ein White Guess.
Richtig, White Guess. Dann würde ich fast eher noch auf Zwerg gehen, weil Zwerg und Ritter eine bessere Paarung wären. Nein, lass uns Ritter machen. Okay, Ritter. Ja, Mann. Ich lasse auch drei raus. Du und ein Inka. Aber warte mal, der Ritter, ist das nicht so 10., 11. Jahrhundert? Ritter sind, glaube ich, vor dem Mittelalter eigentlich auch gewesen. Und zumindest gab es die da ja, schon. Ne? Ja, na, guck mal. Deshalb war ich so unsicher, weil ich dachte so, oh shit, im Mittelalter war doch schon Nachritterzeit. Und das bringt uns dazu, dass vielleicht das, was jedes Baby weiß, dass Ritter im Mittelalter sind, vielleicht Quatsch ist. Mhm, Urban Myth. Ich würde jetzt gerne noch wissen, was unsere Begriffe gewesen wären. Ja, das ist völliger Quatsch. Wir hatten noch Inka und Bein und Maus. Wie bist du nur, was hast du als Bein benutzt? Auto? Ja, ich dachte so Reise, Inka und Bein, weil das war das Einzige, was noch übrig war. Maus, Inka und... Was war denn ursprünglich bei dem Auto noch? Auto war Dichtung. Ah, echt, ja? Ja. Oh. Ja. Aber man konnte hier die ganze Zeit nicht Tier sagen, weil hier diverse Tiere auch zu rot waren. Aber, ja, aber Moment, dann hätten wir da einen Punkt bekommen, als sie Dichtung genommen haben, ne? Aber Eddie hat da das drauf gemacht und dann habe ich irgendwo auch, das war, glaube ich, auch. Hast du dich gerecht und denen einfach auch so eine neutrale Karte drauf? Ach so, ich wusste nicht, dass dann die blaue. Nee, weil die haben ja unseren Begriff erraten, hätten wir da einen Punkt bekommen, ne? Dichtung war unsere Dings, was ihr genommen habt. Das wäre ja noch mein Auto. Das wäre ja genial von dir gewesen, dass du euch einfach einen Punkt reingeholt hast. Ach so, Dichtung war blau. Ja. Und das ist dann wiederum genial von Fabian gewesen. Und was war noch rot? Das war doch. Ja, rot liegen ja alle richtig, aber was ist noch blau? Gibt's noch was, was blau gewesen wäre? Inka, Maus und hier Bein. Das wäre noch blau. Ja, und was Inka noch? Und Bein. Aber das hat natürlich das Spiel jetzt sehr manipuliert, weil wir die ganze Zeit noch gedacht haben, irgendwas muss zu Auto gehören. Ja. Also eigentlich können wir die Runde nicht zählen. Nee, das hätte ja auch schon von Hamlet auf Ritter schließen können. Ja, genau, das wäre noch meine Frage gewesen. Thema Hamlet. Ja. Da kommt ein Ritter drin vor. Ritter, ne? Ja, da geht's um Könige, Prinzen. Das weiß ja keiner. Nee. Was habt ihr denn gedacht? Um Raumschiffe? Sein und nicht sein? Aber worum soll es denn da sonst gehen? Nee, es spielt im Mittelalter. Wenn es nach mir geht, kannst du auch mal gehen. Mit Pferden, Mönden und Rittern. Ich habe keinen Plan. Tüchern, Kräutern, Gewürzen, alles. Ja, gut, aber Dichtung war schön von Fabian reingelegt. Ja. Es war nicht reingelegt. Ja, aber aus Versehen reingelegt. Von mir eigentlich, aber an sich war es super schlau. Genau, und nochmal, falls es gerade so ein bisschen untergegangen ist, eigentlich wäre dieser Begriff hier blau gewesen. Und ihr hättet eine blaue Dings drauflegen müssen, aber ihr habt eine neutrale Karte draufgelegt. Hä? Ja. Blau? Dichtung? Ich hätte noch Dichtung machen müssen. Nein. Mm-mm. Nein? Nein, ihr. Ihr seid ja blau. Ja, genau. Ihr habt, ich glaube, ich weiß nicht, wer die Karte dann da draufgelegt hat, aber ihr habt fälschlicherweise Etienne hat diese Karte draufgelegt, aber eigentlich hätte diese Karte draufgelegt werden müssen. Aber ihr habt doch Dichtung nicht erraten. Ja, aber ihr habt es erraten. Für uns fälschlicherweise. Wir haben das für die erraten. Und dann kommt blau hin. Ja. Das hat uns jetzt halt komplett raus. Ja, das verstehe ich. Also komplett. Ja. Dann würde ich sagen, kriegt ihr noch einen Punkt. Ja, genau. Und dann haben wir es auch. Und dann ist es ausgeglichen. Lass einfach sagen, wir haben alle gewonnen. Das wäre doch am schönsten. Ja, ja, das finde ich auch. Alright. Vielen Dank. Das war eine schöne Runde. Toll. Mhm. Vielen Dank euch, dass ihr da wart. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da, wie ihr dieses Video findet, welches Spiel ihr in Zukunft sonst noch sehen wollt, weil du bist. Und dann hoffe ich, dass wir uns sehr bald wiedersehen, wenn es wieder heißt, Gesellschaftsspiele sind Trumpf!